Jungs vs. Mädchen in Brawl Stars. Dieses Video dient nur zur Unterhaltung. Erste Runde Brawl Stars. So, meine Jungs spielen den ganzen Tag dieses Brawl Stars. Dann wollen wir doch mal reinschauen, was das genau ist. Okay, was genau? Wir müssen das Gerät jetzt so halten. Das bekomme ich hin. Hi, ich bin Shelly. Sammeln wir alle diese Powerwürfel. Bewege den blauen Joystick mit deinem linken Daumen, damit ich loslaufe. Sehr schön, okay. Das hört sich doch nach einem schönen Spiel an. Wir können die ganzen bunten Juwelen einsammeln. Sehr schön. Vielleicht können wir damit irgendwas zusammenbauen oder so. Mal schauen. Gut gemacht. Jawohl, sehr schön. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Es tauchen da Roboter auf. Halte den Joystick mit deinem rechten Daumen mit. Okay, zerstöre die Robos. Jetzt dachte ich, könnte ich irgendwas aufbauen, jetzt muss ich die direkt zerschießen. Ach Gott, das ist aber hier direkt ein Auftakt in das Spiel. Und es tauchen noch mehr auf. Ich bin ja völlig überfordert. Okay, tippen. Puh, ey, aber ich muss die ganzen kaputt machen. Das muss ich danach alles wieder aufbauen bestimmt. Okay, jetzt haben wir einen Super-Skill. Da ist noch ein größerer Roboter. Oh, sag euch, das kann nicht gut gehen. Da sind überall TNT-Kisten direkt daneben. Ich kann gar nicht hinschauen. Hätte ich mir gleich stecken können, ist alles explodiert. Wie lautet dein Name? Oha, okay. Die gehen hier aber direkt zur Sache. Dann wollen wir uns auch mal einen richtig schönen Namen überlegen. Also, mein Name ist Johanna. Aber der Name ist ja richtig langweilig. Den können wir doch nicht so lassen. Da müssen wir noch ein paar schöne Emojis hinten dran packen. Da sehen wir die ganzen Tiere. Oh, das ist so schwer. Welches Tier soll ich jetzt nehmen? Ich glaube, das Einhorn, das sieht richtig gut aus. So, jetzt sieht dein Name richtig gut aus. Unser Alter auch noch. Let's go. Das machen wir auch mal hier rein. Und jetzt sind wir richtig gut gerüstet für unsere allererste Runde in Solo-Showdown. Sammle Powerwürfel aus den Kisten, um von besiegten Gegnern, um stärker zu werden. Oh Gott, da ist ja ganz schön der Trubel hier. Okay, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Der hat mir den Würfel weggenommen. Oh Gott. Ich habe ihn aus Versehen angeschossen. Meine Güte, tut mir leid. Jetzt kommen da Giftwolken. Ich fasse es nicht. Also das Spiel wird mir langsam dann doch ein bisschen zu gefährlich, bin ich ehrlich. Jetzt schießen die hier überall rum. Also jetzt reicht's mir. So, zack. Das geht zu weit. Der hat den armen alten Mann einfach getötet. Ach komm, der schießt die ganze Zeit auf mich. Jetzt reicht's mir wirklich. Aber bei dem Spiel wird man ganz schön genervt. Ich meine, ich wollte nur die Powerwürfel einsammeln und dann wurde ich dann die ganze Zeit angegriffen. So, Bruder, meine Cousins haben mir empfohlen, so ein neues Spiel zu spielen, was rausgekommen ist. Dieses Brawl Stars. Das soll voll krass sein. Das soll richtig brutal sein. Ich würde sagen, wir checken das einfach mal ab und gucken, ob das wirklich so geil ist, wie meine Kollegen sagen. So. Weil ich bin eigentlich heimlich E-Sports-Profi, ne? Also so in den ganzen anderen Games, so Fortnite und so, bin ich richtig krass, auch so dieses Call of Duty und so. Also rasiere ich das easy. Werd mich schon sehen, so nächstes Jahr stehe ich bei der WM. Okay, Bruder, jetzt wird's lustig. Jetzt sind wir beim lustigen Teil. Ja, Mann. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier fertig machen. Das ist natürlich ganz entspannt für uns als E-Sports-Profi. So, war das jetzt alles? Gut gemacht. Die orangen Balken stehen deine Munition da. Alles klar. Ah, okay, jetzt kommen direkt hier gleich mehrere. Wir haben die ganze Familie angerufen direkt. Direkt zack, zack, Uppercut. Okay, wir haben jetzt so einen Superkill aufgeladen anscheinend. Ah, okay, da ist der dicke Cousin. Alles klar. Oh, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, wie lautet dein Name? Ganz normal. Wir nennen uns jetzt hier der Alpha. Der Alpha Pro. Jetzt wollen wir auch noch ein Alter wissen. Ja, so, weiter geht's. Zu denen die erste Runde Showdown jetzt. Da kommt einer. Aber der hat gegen den Alpha Pro natürlich keine Chance. Das ist ja klar. Ich werde meinen Kollegen schon zeigen, wie krass ich in dem Spiel bin. Die laufen alle weg, die haben Angst vor mir, die wissen, wer ich bin. Die wissen, dass wenn der Alpha-Pro um die Ecke kommt, dass die keine Chance mehr haben. Wenn ich mit meinen Cousins da bin, dann zieht halt jeder direkt, weißt du? Oh, mit neuen Cubes, okay, da gehen wir direkt ran. Bam! Denn wir haben vor nichts Angst. Man schaut der Beste immer direkt ins Auge. Boom! Ganz einfach, habe ich doch gesagt. Hass-Brawler. Welchen Brawler ich nicht leiden kann, das ist nicht gerade schwer, denn Edgar ist so nervig. Er ist die ganze Zeit nur am Prügeln. Das Schlimme bei Edgar ist, dass er einfach die ganze Zeit schlagen kann und vor allem mit diesem Gadget hat er immer wieder diesen Sprung, um auf den nächsten Gegner draufzustürzen. Also eigentlich macht Edgar im gesamten Spiel nichts anderes, als die ganze Zeit zu schlagen und zu schlagen und dann springt er wieder los und schlägt einfach weiter drauf ein. Nervig. Mein Hass-Brawler ist Mr. P. Weißt du, warum er mein Hass-Brawler ist? Weil ich schwöre, der sieht aus wie mein Mathelehrer. Ich meine, guckt euch das allein mal an. So, der wirft so Koffer so mäßig. Guck, ich werf Hausaufgaben da, Hausaufgaben dort. So, boom. Ich habe auf sowas keine Lust, Leute. Wisst ihr, was ich werde? Ich werde irgendwann so total der krasse Rapper. Lieblingsbrawler. Also, ich glaube, ich mag am liebsten die Ember. Die hat erstmal so einen richtig schönen gelben Hintergrund. Und dazu ist sie richtig heiß, muss man wirklich sagen. Sie spuckt sogar Feuer. Schaut euch allein ihr Outfit an. Das ist so gut. Ihr Zopf ist auch richtig gut gemacht. Und sie hat richtig guten Style. Auch mit diesen Goldringen und den Schuhen. Und hier kann man nochmal sehen, wie unglaublich heiß sie einfach ist. Oh mein Gott, sie hält die Gegner auch richtig gut auf Distanz. Und läuft übel krass. Und wenn sie hier läuft,
Dann hinterlässt sie auch noch so einen Teppich, über den sie dann drüber laufen kann. Und wenn sie möchte, kann sie den auch anzünden und kann auch einfach jeden verbrennen, der ihr zu nahe kommt. Mein Lieblingsbrawler ist Bull, weil der sieht voll krass aus. Sieht aus wie diese krassen Türsteher immer vor Club, die mich immer nicht reinlassen, ja. Genau so einer ist es, deswegen ist es mein Lieblingsbrawler. Ich finde ihn cool, der macht jeden Angst, der macht vor jedem Respekt, richtig gut sowas. So, guck wie brutal der ist, ja. Der ist breiter als jeder andere, der geht so durch und macht so bam, bam. Der ist genauso breit wie ich. Deswegen mag ich den, der ist richtig cool, ja. Der macht die direkt fertig, so, die haben alle Angst, die machen gar nichts. So, ich kann euch vorne stellen, die haben alle direkt Respekt. Ja, der sagt direkt, der geht da rein, stellt sich hin und sagt, nee. Er kommt heute hier nicht rein. Und da macht auch keiner dumm. Erfolge. Ja, also das hier ist mein Profil in Brawl Stars. Die meisten habe ich jetzt noch nicht so hoch gepusht. Ich spiele meistens die Charaktere, auf die ich gerade Lust habe. Ich habe ja auch nicht so unendlich viel Zeit für das Spiel. Wir sehen auch hier, ne, auch einige auf 200. Dann habe ich hier auch Cold Rang 16. Und ich habe sogar ein paar auf Rang 20, also 5er Trophäen gepusht. Und einmal habe ich völlig übertrieben. Da habe ich einen auf Rang 25, 750 Trophäen gepusht. Und damit bin ich insgesamt bei ungefähr, na, mal 10.000 Trophäen. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, aber das geht schon, ne. Dann haben wir noch den Stu da. Und hier vom Profil sehen wir, wir haben ein paar 3 vs. 3 Siege, haben ultra schwierig in allen Modi, haben auch ein bisschen Challenge-Siege, ein bisschen Solo-Duo und ja, und Powerliga spiele ich nicht allzu sehr. Aber ich finde, insgesamt habe ich schon ein ganz solides Profil und vor allem mein Rang 25er und die Brawler sind schon ganz gut dabei. Okay, Leute, ich mache heute Tutorial und zeige euch meinen Account. Richtig krass, guckt euch den mal an. Ich bin bei fast 30.000 Trophäen, Leute. 30.000, Bruder. Ich habe gesagt, Ich habe gesagt, ich werde genauso Profi sein wie in diesen ganzen anderen Games. Call of Duty, Fortnite, alles. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach gut so. Ich bin einfach E-Sportler. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, guckt euch das mal an. So krass ist keiner aus meiner Schule. Die wollen immer alle, dass ich in ihre Accounts pushe. Aber ich sage immer, nee, darf ich nicht. Wie viele Rang 30er ich habe. Ich bin einfach totaler Profi, muss man wirklich sagen. Macht das erstmal nach. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer höchster Brawler ist. Neuer Shop. So, dann gehen wir mal in Brawl Stars und schauen, was heute der neue Shop zu bieten hat. Wow, da sind ja eine ganze Menge Angebote. Oh, neue Skins. Wir kriegen erstmal neue Markenverdoppler. Das ist richtig gut. Dann haben wir hier ein Angebot. Dann haben wir Stargold Shelly, Prinzessin Pam. Oh, das sind so viele neue Skins. Käfer Mac kommt auch demnächst. Ein weiterer Skin. Oh mein Gott, okay. Dann haben wir hier Boxen, Juwelen, na, Münzen brauchen wir nicht. So, dann schauen wir uns die mal an hier. Oh, die kann ich noch nicht freischalten. Das ist richtig schade. Aber, oh, das ist ein... Oh, der Skin sieht richtig cool aus. Was haben wir noch? Dann haben wir... Oh, der kann trommeln. Das ist auch so ein niedlicher Skin. Aber... Oh, den finde ich ein bisschen trist. Den finde ich ein bisschen grau, bin ich ehrlich. Aber der ist ein bisschen unheimlich. Aber ich glaube, den finde ich echt... Den finde ich schon stylisch, muss ich sagen. Und einen Pin müssen wir uns eigentlich auch noch kaufen. Den schicke ich auch gerne meinen Gegnern. Der ist aber ein bisschen toxic, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Shop. Vor allem die beiden. Die finde ich auch richtig schön, muss ich wirklich sagen. Okay, Leute. Wir haben jetzt einen neuen Brawl Stars Shop. Oh mein Gott, okay. Ja, die sind halt nicht so nice, ne? Brauche ich solche Weiber-Skins. Oh, nee, ich weiß nicht. Obwohl, ja, komm, der ist wie ich, wenn ich in die Bar gehe. Erstmal die Flasche rausholen und auf Ex. Der Kollege versteht mich, den holen wir direkt. Auf geht's. Wie keine Gems. Nee, so geht das nicht. Wir laden uns jetzt erstmal welche auf und dann werden die gekauft. Wir können auf diesen krassen Skin einfach nicht verzichten, weil der spiegelt mich einfach so sehr wider. Dann gebe ich jetzt einfach mal den Creator-Code Jonas ein. Könnt ihr gerne kostenlos eingeben. Kostenloser Support. Einfach rechts im Shop. Und jetzt laden wir uns die nötigen Juwelen auf. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Cash hier am Start. Und kaufen uns direkt den Skin. Da kommt er. Richtig geil. Der wird direkt gespielt. Den rüste ich jetzt direkt aus. Schaut ihn euch an. Der Bruder, der geht im Club mit mir richtig ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Brawl Stars Videos verpassen wollt. Und schaut noch im Abstand vorbei. Da ist auch noch ein Video von Michelle verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Sie bringt auch Brawl Stars, aber auch verschiedene Galaxy Clash Royale. Genau, checkt das gerne aus. Lasst auch gerne bei ihr ein Abo da. Und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.